Hey Leute, ich bin's, Mr. Zero LP. Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. So, wir waren hier gerade beschäftigt, diesen Kram hier zu Ende zu bauen. Wir waren gerade bei dem Gesprächsthema, wie sich alles verändert. Also, weil ich auf das Thema Dubstep zu sprechen kam, dass die meisten Let's Player in ihren Videos viele Dubstep-Sachen verwenden und eigentlich gar nicht wissen, wie diese ganze Substanz angefangen hat, wie das eigentlich dazu geworden ist, was es mal war. Ich finde einfach, dass man, ich mache da erstmal weiter, ich finde eigentlich, ist ja auch nicht so ein großartiges Thema, wofür man viel sagen kann. Eigentlich müsste man den meisten Leuten, die heutzutage Dubstep hören, mal, oder auch Leute, die sagen, die Dubstep nicht gefällt, muss man einfach mal sagen, wo die ja generell sagen, Dubstep ist scheiße oder so, einfach mal zeigen, was es mal war, wie cool oder wie gut es eigentlich mal früher war, wie es alles anfing. Das ist eigentlich so der Hauptteil, der Hauptbestandteil. Dass man einfach immer noch weiß, worum es eigentlich geht, was es war, wie es so läuft, ne? Nicht, was es jetzt ist halt. Also man muss es, ich finde, es hat sich halt manchmal auch zum Negativen verwendet, weil jetzt viele Stils wie Elektrohaus nicht mehr so beliebt geworden sind, weil es einfach alle noch Dubstep hier, Dubstep da, deswegen muss man eine, wie sagt man dazu, sich ein bisschen abheben und einfach mal sagen, nee, in meinen Videos verwende ich halt was anderes oder... Oder auch mal, wenn man sowas macht, auch mal altes Dubstep wirklich noch zu zeigen, was war's. So, und uns fehlt jetzt wie immer genau ein Block Glas. Vielleicht lasse ich irgendwann mal gucken, vielleicht gibt's ja, vielleicht produziert ja jemand noch dieses alte Dubstep, dass man mal der, wenn jemand das jemanden kennt oder so von euch, dann, wenn es GEMA frei ist, dann kann man ja mal Bescheid sagen, dass man sowas auch mal laufen lässt. Auch gerade zu der Playlist, Vorschläge sind mir auf jeden Fall recht. Ja. Also ich will da jetzt auf keinen Fall was ablehnen oder so. Ich bin da ganz offen, wenn es um Musik geht, was ich da jetzt in die Playlist packe, aber ich versuche auch was reinzupacken, was die meisten Leute auch trotzdem interessiert. So. Deswegen, ich hoffe, dass es einfach immer so genehm ist. Was mache ich eigentlich gerade? Warte mal, ich lasse das mal ganz kurz mit dem Treppen sein. Ich gehe kurz pennen. Ich würde einfach sagen, ich werde hier an der Stelle dieses Thema abschließen. Wenn ihr halt nicht wisst, was Dubstep ist, googelt es mal. Dubstep einfach so D-U-B-S-T-E-P. Und hört euch da mal selber an. Guckt vielleicht mal, wenn ihr irgendwo mal auf einer Seite seid wie Dubstep FM, wo man da teilweise sehr viele Stücke auch findet. Einfach mal anhören, 2010, da wurde es ja, hat es angefangen sich zu verändern, sich zu der Masse anzupassen und einfach mal so vergleichen mit 2006 oder so, da wird man noch Unterschied hören. Ich werde das einfach nicht mehr darüber quatschen. Hört es euch einfach mal an. So, wir bauen jetzt hier mal weiter. Ich war jetzt so ein bisschen abgelenkt von diesem Gesprächsthema. Also ist das, nee, abgelenkt nicht, aber das ist ein Thema, da kann ich jetzt nichts weiter zu sagen. Ihr habt meine Meinung gehört. Und ihr könnt auch gerne in den Kommentaren mal was schreiben und darüber oder so, wenn ihr möchtet. Ja, ich denke mal, ich kümmere das jetzt erstmal hier weiter. Warte mal. Ah, hier, okay, hier war's, okay. Nein, warte mal. Oh, ich glaube, ich habe was Schlimmes getan. Nein, das war ja, hier war das ja, oh nein, ich hab nicht nachgedacht. Hier haben wir das ja aus... Hier haben wir das ja aus Glas gebaut. Aus Holz. Hier habe ich jetzt aus Glas gebaut. Achso, warte mal. Ich werde einfach aus Glas so lassen, aber ich werde hier Holz drüber machen. Ich lasse es jetzt mal in dem Moment so. Sieht vielleicht ganz gut aus. So, ich mal gucken, wie das jetzt mit dem Holz hier so wirkt. So, ich werde jetzt einfach mal die äußeren Seiten mal ein bisschen auslassen. Ich einfach, weil es ist so eine Raumerweiterung, wo man dann hier so lang kommt. Eigentlich kann ich auch sagen, habe ich das hier auch nochmal raus. So, hier auch nochmal weg. Ach doch, hier ist doch auch noch Glas drunter. Okay, ich habe es richtig gebaut. Reißt es zur Not auch nochmal weg, falls es jetzt hier nicht stimmt.
Ich muss mal ganz kurz hier. Knack. Na, ganz kurz uns mal eine Runde Holz holen. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie lange ich diese Session jetzt hier noch aufnehme. Ich glaube, ich habe jetzt schon 35 Minuten ungefähr, nehme ich gerade auf. Ich werde vielleicht so eine Stunde machen, aber danach ist auch okay. Danach ist Schicht im Schacht, danach reicht's. Man muss es ja nicht übertreiben, ne? Ich muss ja auch noch, ich will ja auch nochmal Realm of Madgood aufnehmen. Kann ich wahrscheinlich vielleicht heute noch, aber zu einer anderen Zeit. Ich spiele jetzt zur Zeit auch gerade ein bisschen nebenbei was. Ich zum Beispiel spiele nebenbei ein bisschen Skyrim. Und habe überlegt, ob ich das Let's Play, aber ich habe es noch nicht so weit gespielt, dass ich jetzt sage, dass ich mich damit schon ein bisschen auskenne. Ich weiß halt nicht, wie lange man dafür unbedingt braucht, wenn man gut ist, weil es ist halt immer so ein Projektchen, die dann mehrere hundert Parts lang werden. Kann sein, dass ich mich jetzt irre. Ich glaube, ich irre mich sogar. Ich war das jetzt. Die Bitor LP, der ist doch neulich Part 80 gewesen oder so. Also 180 meine ich jetzt. Und das ist einfach echt eine Sache für ein Let's Play. Also außer jetzt Minecraft, was vielleicht endlos läuft oder andere Projekte, die endlos laufen, ist es schon eine sehr, sehr straffe Sache für ein Let's Play. Ich glaube, Gronkh hat doch für Risen 1 158 Parts gebraucht. Aber Skyrim, bis man da alles durchgezockt hat, alles hat, ist das zu lange. So, egal. Wird mein Inventar ist wieder voll. So, ich stelle mir jetzt hier mal Planks her, so eine Holzteile. Ich renne wie immer vorbei. Ach nee, ich mache es anders. Ich laufe woanders lang. So, komm schon. Danke. Okay. Gut, dass ich die Außenreihe hier mal freigelassen habe, weil da kommt noch was anderes hin. Zack, zack, jetzt haben wir hier schon mal Holz. Guck mal hier, also hier kommt man rein, so als Raumerweiterung. Das heißt, dann werde ich einfach jetzt hier. Ich meine so einfach, hier haben wir so ein Fenster und dann kommt man hier nochmal in den Nebenraum, wo man es ein bisschen anders macht. Ich glaube, ich mache es immer so. Gut, dass ich jetzt so viel abgebaut habe. Ach, das Holz wird schon gar nicht lange reichen. Upsa. Einfach nicht dafür ausgelegt, so lange zu reichen. Ich bin nochmal gespannt, wie lange die Playlist jetzt reicht. Ich habe da nicht so viel hinzugefügt. Oh Gott, schon wieder fast leer Holz hier. Achso, ich muss auch ein bisschen auf die Zeit achten. Wir haben gleich wieder den Part voll. Ich würde. Ach nee, es lohnt sich noch nicht, den zu beenden. Da verschenke ich mir eine Minute an Zeit. Ich muss jetzt gleich mal ein paar Bäume noch abholzen gehen. Wir müssen auch ein paar neue Bäume mal pflanzen, weil sonst gehen wir echt kahl aus. Karl, warum hast du alle Bäume abgeholzt? Naja, die guten Lamas mit Hüten, ne? So. Gut, ich würde sagen, ich beende jetzt hier den Part. Wir sehen uns erst beim nächsten Mal wieder. Also dann bis zum nächsten Mal. Ciao.